am Hugli scheint das Leben der Menschen noch geruhsam abzulaufen und es ist nichts von dem Negativbild Kalkuttas zu spüren. Nur der ständig bedeckte Himmel weist darauf hin, dass die Metropole zu den 7 Städten der Erde mit der schlimmsten Luftverschmutzung gehört. Dadurch leidet fast die Hälfte der Bürger der Stadt an Bronchitis, Lungenentzündung und anderen Atemwegserkrankungen. Und dennoch strahlen die Menschen eine erstaunliche Lebenslust aus. Die Bengalis kennzeichnet Optimismus, Vitalität, Humor und Kreativität. Wie sonst ließe es sich in diesem Moloch von Stadt überleben, den schon Mahatma Gandhi als die Pestbeule Indiens bezeichnet hat. Einst von den Briten für maximal 1 Million Menschen geplant, hat Kalkutta heute ca. 16 Millionen Einwohner. Das allgemeine Bevölkerungswachstum und die zunehmende Landflucht verarmter Bauern lässt die Stadt ständig anwachsen. ‚1921 wurde das Victoria Memorial vom englischen König Karl V. nach 15-jähriger Bauzeit eingeweiht. Der marmorne Prunkbau im Neurenaissance-Stil ist ein imposantes Spiegelbild imperialen Selbstverständnisses. Im Innern sind über 3000 Objekte britischer Kolonialherrschaft ausgestellt. Erstaunlich ist die Gelassenheit und Selbstverständlichkeit, mit der die Inder das Siegesmonument der ehemaligen britischen Kolonialmacht pflegen. Weniger imperiales Imponiergehabe als vielmehr Heimweh zu Mutter Britannien spiegelt die Kathedrale wider. Das Gotteshaus wurde Mitte des 19. Jahrhunderts im gotischen Stil errichtet. Alle bedeutenden Zeit- und Stilepochen Indiens sind in diesem Museum ausgestellt, das bereits 1875 eröffnet wurde. Das war unser, ich habe jetzt dieses deutsche Wort vergessen, wo die Münze oder die Geldscheine gestern. Kokotnusse. Thank you.
Weltweit bekannt ist Mutter Teresa durch ihre Hilfsprojekte für Arme, Obdachlose, Kranke und Sterbende. Das besondere Engagement der Ordensgemeinschaft liegt jedoch in der Betreuung von Leprakranken. Heute gehören zu den Missionaren der Nächstenliebe über 3000 Ordensschwestern und rund 500 Ordensbrüder in mehr als 100 Ländern der Erde. Für ihr Wirken erhielt Mutter Teresa zahlreiche Preise. Als Höhepunkt 1979 den Friedensnobelpreis. Während wir auf unseren zweiten Bus warten, habe ich die Möglichkeit, Szenen aus dem Alltag aufzunehmen. Darjeeling wurde von den Briten Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet. Die Kolonialbeamten sollten sich von der Hitze und der Schwüle der Tiefebene in den Sommermonaten hier erholen. Auch ich gehe zum Fest des Geburtstags von Ganesha, dem Elefantengott, der auch im Jainismus verehrt wird. Er ist einer der wichtigsten, populärsten und zugänglichsten Götter Indiens überhaupt, der oftmals Streiche spielt. Einer ganz anderen Welt begegne ich beim Besuch im Zoo von Darjeeling, in dem ausschließlich einheimische Tiere zu sehen sind. Thank you.
Eine Hauptattraktion des Ortes ist die Darjeeling Himalayan Railway. Die Schmalspurbahn wurde Ende des 19. Jahrhunderts von der britischen Kolonialregierung gebaut und besitzt eine Spurweite von 61 cm. Obwohl die Lokomotiven mehr als 100 Jahre alt sind, versehen sie noch immer ihren Dienst. Sie werden liebevoll von den Beschäftigten gepflegt. Nur wenige Wagen vermag die kleine Lokomotive zu ziehen. Die Strecke verläuft meistens am Straßenrand der Hill Cart Road. Ein Halt ist notwendig, um den Kessel der Lokomotive erneut mit Kohlen zu befüllen. Erste Begegnung mit einem buddhistischen Kloster. Nach Christentum, Islam und Hinduismus ist der Buddhismus die viertgrößte Religion. Die Lehren des Siddhartha Gautama zielen auf eine fundamentale und befreiende Einsicht in die Grundtatsachen allen Lebens, aus der sich die Überwindung des leidhaften Daseins ergibt. Diese Erkenntnis, nach dem Vorbild des historischen Buddhas, durch Befolgung seiner Lehren zu erlangen, ist das Ziel der buddhistischen Praxis. Dabei wird von den beiden Extremen, Askese und Radikalismus, abgeraten. Vielmehr soll ein mittlerer Weg eingeschlagen werden. Siddhartha Gautama lebt im 5. Jahrhundert vor Christus in Nordindien und wird als historischer Buddha bezeichnet. Der Name Buddha ist ein Ehrentitel, der sich auf ein Erlebnis bezieht, das als Bodhi, das heißt Erwachen, bezeichnet wird. In der Umgebung von Darjeeling wächst der bekannte Tee gleichen Namens. Sehr mühsam ist es für die Frauen, die Teeblätter zu ernten. In Glenaris,
genieße auch ich den köstlichen Darjeeling-Tee. Die Mittagspause in Kalimpong benutze ich, um zunächst durch den Markt zu schlendern und Eindrücke aus dem Alltag aufzunehmen. In Indien leisten die Frauen oft schwerste Arbeit. Wir suchen ein buddhistisches Kloster nahe Kalimpong auf, um das Nachmittagsgebet der Mönche zu erleben. Seit 1975 gehört das ehemalige Königreich Sikkim als 22. Staat zur Indischen Union. In Jortan ist ein Hindu-Tempel unser Zwischenziel, in dem der Affengott Ganesha verehrt wird. Für die derzeit regierende Sikkim Democratic Front hat der Schutz der Umwelt eine große Bedeutung. Daher gibt es in diesem Bundesstaat die strengsten Umweltgesetze. So ist zum Beispiel das Pflücken von Blumen verboten.
Von Pelling aus wandern wir hinauf zum Sangha Choling Kloster. Das Pema Yangtze Kloster ist das zweitbedeutendste in Sikkim. Es wurde Mitte des 17. Jahrhunderts errichtet. Im zweiten Stock des Gebäudes ist das Leben Buddhas dargestellt. Wohnpalast von den Königen, so kann man einfach eine Fantasie machen, Augen zu machen und auf dem Dach kann man solche Dächer sehen, weil die Paläste in Sikkim waren wie ein Kloster, nicht wie im Rajasthan oder im Nordindien. Weil es gab einen Krieg zwischen den Gorkhas aus Nepal und von die Menschen aus hier, Sikkim. So in der Zeit war dieser Palast zerstört. Mittagspause auf der Fahrt nach Gangtok. Beim Gang durch den Ort erlebe ich ein Stück Alltag der Menschen. Die wenigen Anbauflächen
werden mit einfachsten Mitteln bewirtschaftet. Erst Anfang der 60er Jahre wurde das Kloster Rumtek erbaut. Es ist die größte und optisch beeindruckendste Klosteranlage Sikkims. Die Mönche der Kagyü-Linie wurden nach dem Einmarsch der Chinesen in Tibet von dort vertrieben und benötigten eine neue Heimstätte. So entstand diese Kopie des tibetanischen Klosters. Sehr schöne Wandmalereien sind im Eingangsbereich zu sehen. Im traditionellen Stil wurde das Institut für Tibetologie errichtet, das eine Art tibetanische Universität darstellt. Im Obergeschoss befindet sich eine umfangreiche Bibliothek mit Literatur über tibetanische Kultur und den Mahayana-Buddhismus, die nicht fotografiert werden darf. Ein sehr schönes Lebensrad, auch Rad des Werdens genannt, ist im Vorraum zu betrachten. Die Darstellung zeigt den leidhaften Wiedergeburtenkreislauf, aus dem Befreien zu finden jedermann bemüht sein sollte. Im Lebensrad erkennt der Mensch sich selbst. Es ist ein Spiegel, ein verschlüsselter Ausdruck seines Unbewussten. Nahe des tibetanischen Institutes steht der Pondrul-Chorten, der von mehr als 100 Gebetsmühlen umgeben ist. Von vielen Stellen der Stadt aus kann man seine goldene Spitze sehen. Der Chorten wird von einem Kloster umschlossen. Schreibunterricht für die jungen Mönche im Klostergarten. Wir suchen einen Handwerksbetrieb auf, der eine Ausbildung in verschiedenen Berufszweigen ermöglicht. So, in dieser Schule wurde die kleine Teppiche gebaut oder gewählt. Und die alle zweiten, die hier sind, diese Mädchen, die sind. Und die arbeiten hier und lernen hier. Das ist auch eine Schule und auch eine kleine Fabrik.
Und wir arbeiten hier für 8 Stunden. 5 Mal pro Woche und 8 Stunden. Und was sie hier bauen lassen, das ist meistens exportiert. Aus geschnittener Wein. Und da vorne ist die Tankers, wie man Papier, Kleidung. Ein wunderschön gearbeitetes Tor in Puncholing kennzeichnet den Grenzübergang nach Bhutan. Thimphu ist eine junge Stadt mit ca. 50.000 Einwohnern. Hier wohnen viele Mönche, Beamte, Händler und die königliche Familie. Zur Hauptstadt wurde der Ort Anfang der 1950er Jahre ernannt, als es dort noch nicht viel mehr als einen von Hütten umringten Zong gab. Im Gegensatz zu vielen modernen Städten zeigt Thimphu dank der strengen Richtlinien der Regierung eine für das Land charakteristische Architektur. Die beiden Frauen wollen den Erinnerungsschorten aufsuchen. Das Eingangstor ist mit 3 Schiefergravuren verziert, die Mitgefühl, Weisheit und Macht darstellen. 1974 wurde dieser Schorten zur Erinnerung an den 1972 verstorbenen dritten König von Bhutan errichtet. Er enthält nicht dessen sterbliche Überreste. Eifrig wird das Bauwerk von den Gläubigen im Uhrzeigersinn umrundet. Das rituelle Umschreiten ist ein Zeichen der Verehrung und sehr vorteilhaft, ermöglicht es zugleich auch positive Wiedergeburten. Ein Chorten ist die Weiterentwicklung der Stupa, das Buddha und das Dharma charakterisiert. Dharma bedeutet Gesetz, Recht und Sitte, ethische und religiöse Verpflichtungen, also die buddhistische Ethik und Moral. In einem Chorten wird eine Reliquie von Buddha oder einem herausragenden Mönch aufbewahrt. Neben dem Eingangstor stehen riesige Gebetsmühlen, die von den Gläubigen in Bewegung gehalten werden. Mit seinen ausgewogenen Proportionen und seiner majestätischen Ausstrahlung erfreut der Tsong Trashi Chue von Thimphu das Auge. Die Geschichte der festungsähnlichen Klosterburg geht bis in das 13. Jahrhundert zurück. In den 1960er Jahren wurde die Anlage in traditioneller Bauweise restauriert und erweitert. Seit 1952 ist der Tsong der Sitz der Regierung von Bhutan, in dem auch der König über ein Arbeitszimmer verfügt. Die bhutanischen Tsongs sind aus politischen Gründen als Festungen an strategisch wichtigen Stellen errichtet. Sie beherbergen sowohl die örtliche Klostergemeinschaften der Drupka als auch die Verwaltungsbüros der jeweiligen Distriktregierung. Grundsätzlich besteht die Anlage eines Tsongs aus
einem oder zwei Höfen, um die die Mönchszellen und Verwaltungseinrichtungen gebaut sind. Auch Mönche nehmen an der Flaggenparade teil, da Staatsmacht und Religion in Bhutan eng miteinander verknüpft sind. Anfang 2000 wurde das Textilmuseum eröffnet. Es steht unter dem Patronat der Königin Ashi Sangai Chöden. Als Ausstellungsort will es den Weberinnen und ihren Fertigkeiten Achtung erweisen. Die gewebten Stoffe haben vertikale Streifen für die Männer oder horizontale für die Frauen. Jedes Muster hat eine symbolische Bedeutung. Zum Weben nimmt man Baumwolle, Wolle, Seide, Jackhaar und Nesselgarn. Letzteres wird noch heute für sehr haltbare Taschen verwendet. Mittelfristig soll das Museum ein Zentrum der Restauration, Erhaltung und Dokumentation der bhutanischen Textilkunst werden. Eine Ausbildungsstätte für Kunst- und Handwerkstechniken ist der Zorik Chusum. Ziel des 1971 gegründeten Instituts ist es, sowohl alte Techniken und Traditionen zu halten, als auch neue Ideen zu entwickeln. Weiter soll eine kulturelle Vielfalt von Kunst und künstlerischem Handwerk erreicht werden. Zugleich beinhaltet das Projekt auch die Absicht einer ökonomischen und sozialen Entwicklung. Gerade unterprivilegierte Gesellschaftsschichten sollen gefördert werden, um ihnen einen Aufstieg zu ermöglichen. Neben dem Erlernen der jeweiligen Techniken sind unter anderem Mathematik und Englisch Pflichtfächer. 13 Fachbereiche bietet das Zorik Chusum an: Porträt-, Wand- und Hausmalerei, Lackarbeiten, Mineralfarben herstellen, Holz- und Maskenschnitzen, Schiefergravur, Eisen- und Goldbearbeitung, Weben und Sticken. Wir unternehmen einen kurzen Besuch in dem kleinen Zoo von Thimphu, um das Nationaltier zu sehen. Der Takin lebt in Asien und wird auch Gnu-Ziege oder Rindergemse genannt. Die Namen deuten auf die unförmige, fast rinderartige Gestalt des Tieres hin. Auf der Passhöhe von Dohola ist dieser Chorten zu sehen, der von mehr als 100 kleineren umgeben ist. Er wurde auf Anordnung der Königin errichtet. Zweck der Chorten ist es, die Dämonen, also böse Geister, von jenen Orten fernzuhalten, die gemeinhin als gefährlich gelten.
Kreuzungen, Brücken und Passhöhen. Jordan werden wie Statuen geweiht. Sie enthalten einen Lebensbaum, auf dem Gebete geschrieben sind. In ihrem Innern werden Statuen, religiöse Bücher und sogar Waffen aufbewahrt. Dorfleben an unserem Übernachtungsort Wadi Fodran. Das Wetter lässt nur selten Ausblicke auf die schöne Bergwelt zu. Der Yak, auch Grunzochse genannt, ist eine Rinderart, die in Zentralasien verbreitet ist und dort für viele Menschen die Lebensgrundlage darstellt. Auf einer Landzunge über der Schlucht des Mangde-Flusses steht der mächtige Trongsa-Zong aus dem 17. Jahrhundert. Von hier aus konnte früher der gesamte Verkehr zwischen dem Osten und dem Westen Bhutans kontrolliert werden. Der Zong ist ein architektonisches Meisterwerk, ein Labyrinth von Innenhöfen, Durchgängen und Korridoren, das insgesamt über 20 Tempel einschließt. Bumthang ist ein im Norden liegender Distrikt Bhutans. Hier sind die Täler weit und offen. Besonders der Tourismus verhilft zu einem gewissen Wohlstand. So wird hier eifrig gebaut. Vorzugsweise verwendet man Holz und Natursteine.
Der Jambelakhang ist einer der ältesten Tempel Bhutans. Er wurde im 7. Jahrhundert durch einen tibetanischen König errichtet, um damit einen Riesendämon zu bezwingen. Nahe dem Jambelakhang befindet sich ein zweiter Tempel, der Kurselakhang. Er ist einer der heiligsten Orte Bhutans, da hier Guru Rinpoche beim Meditieren den Abdruck seines Körpers auf einem Felsen hinterlassen hat. Über diesem ist der älteste Tempel errichtet. Das dritte Gebäude wurde erst Anfang der 1990er Jahre gebaut. Die bhutanische Königsmutter Ashikesang finanzierte es. Sie gab auch den Auftrag für die 108 kleine Chorten aus Stein. Eine Wanderung bringt uns zum dritten bedeutenden Tempel in Bhutan. Ein kleines privates Kloster ist Tamsing Lakhang. Hier werden die jungen Mönche noch in der religiösen Tradition von Pema Lingpa unterwiesen. Die Anlage besteht aus einer Vorhalle und zwei Heiligtümern, die übereinander liegen. Ein Rundweg führt um den Tempelbezirk. 1501 gegründet, birgt der Komplex Gemälde, die von fundamentalem Interesse für die Geschichte der Malerei dieser Region sind. Eine kleine Mönchsgruppe, die 1959 aus ihrem Mutterkloster in Tibet fliehen musste, hat hier eine neue Heimat gefunden. Auf einem Felsvorsprung über Yakar liegt das Kloster des Weißen Vogels. Mitte des 16. Jahrhunderts war es fertiggestellt und erhielt diesen Namen. In einem engen Tal steht im nepalesischen Stil gehalten der Chendebi-Chorten. Dieses Heiligtum wurde in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts von einem Lama namens Siddha erbaut. Er wollte damit einen mächtigen Dämon, der die Bewohner des Tales bedroht hatte, auf der Erde festnageln. In den 1980er Jahren
wurde ein weiterer Chorten im nepalesischen Stil errichtet. Ein kurzer Stopp auf der Fahrt nach Ponaka bei der Höhle vom Meister Zartan, die eigentlich keine ist. In Bhutan gibt es immer wieder Orte, die heilig sind. Die vielen kleinen Stupas der Gläubigen sind ein sichtbares Zeichen der tiefen Verehrung des Meisters. Um den Kamsum Yulin Namgal Chorten zu besichtigen, ist eine Wanderung notwendig. Jüngeren Datums ist dieser dreistöckige Chorten, den die Königin erbauen ließ. Er wurde erst 1999 eingeweiht. Zweck des Tempels ist es, das umliegende Land zu beschützen. Schöne und ikonografisch reiche Bilder sind im Innern des Gebäudes zu sehen. Von den beiden Flüssen Po und Mo umströmt, erinnert der Ponaka-Zong an ein Riesenschiff. Die Festung enthält das Verwaltungszentrum von Ponaka, dem größten Distrikt von Bhutan, und ein Kloster. Außerdem wird hier eine überaus heilige Reliquie aufbewahrt, die aus einem Kloster in Tibet stammt. Thank you.
Architektonisch wunderschön sind die Häuser in Bhutan gestaltet. Und auch das Innere in diesem kleinen Gasthaus erfreut das Auge durch seine Farbigkeit und Harmonie. Diese Häusergruppe soll die schönste Ortschaft von Bhutan sein. Eine nähere Besichtigung war leider nicht geplant. Unser Reiseführer Rishala meint, es wäre ein großes Glück, diese Affen zu sehen. Paro ist der letzte Ort, den wir in Bhutan aufsuchen. Die städtische Siedlung entstand erst 1985. In den im traditionellen Stil erbauten Häusern befindet sich jeweils im Untergeschoss ein kleines Geschäft. Auch wir gehen hinauf zum Zong von Paro, wo heute das religiöse Paro-Chechu-Fest gefeiert wird. Die mehrere Tage dauernden Zeremonien und Rituale finden immer in der Nähe eines Heiligtums statt. Im Zentrum steht vor allem Guru Rinpoche, der große Lehrer des tibetanischen Buddhismus, der diesen nach Bhutan brachte. Um seine Ankunft und seine Werke ranken sich viele Mythen, Sagen und Legenden, die in Maskentänzen von den Mönchen dargestellt werden. Jeder dieser Tänze geht auf Guru Rinpoche zurück und wurde ihm, so der Glaube, in einer Offenbarung durch den Buddha Amitabha übermittelt. Zu den Festlichkeiten gehört die Ausübung des Nationalsports, dem Bogenschießen. Meter über dem Tal ist das sogenannte Tigernest zu sehen. Es kann nur durch eine längere Wanderung erreicht werden. Sehr eindrucksvoll ist der Blick auf diesen Tempelkomplex, der aus 13 heiligen Städten besteht. Diese gehören zu den meistverehrten Pilgerzielen des gesamten Himalaya. Guru Rinpoche meditierte dort 3 Monate lang in einer Höhle und bekehrte danach das Paro-Tal zum Buddhismus.
mit einem letzten Blick auf diese wunderschöne Anlage endet eine beeindruckende Reise, die vor allem die große Spiritualität der Menschen in Bhutan gezeigt hat.